Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem weiteren FAQ. Ihr habt mir wieder Fragen für diesen Monat gestellt, auf die ich jetzt eingehe. Das nächste FAQ ist am 5. Mai. Wenn ihr also Fragen habt, die mit ins Video sollen, dann einfach Hashtag FragMike davor und vielleicht ist deine Frage ja auch im Video. Ich hatte euch auch gefragt, ob ihr ein Online-Rennen oder Zeitfahrrennen im Hintergrund sehen möchtet. 71% von euch haben für Online-Rennen abgestimmt und da die Formel 1 dieses Wochenende in Bahrain fährt, sind wir auch in Bahrain gefahren. Und nun zur ersten Frage. Die kommt von Pommes68, Hashtag FragMike. Welches Team wünschst du dir, dass in die Formel 1 kommen soll? Zum Beispiel Audi. Wen hätte man denn da? Ich wünsche mir Caterham zurück, HRT, Jaguar, Braun GP. Das sind jetzt die Teams, die mir eingefallen sind. Kommen wir zur nächsten Frage. Die kommt von Montana Black Army 2. Hashtag FragMike. Wenn du ein Planet wärst, welcher wärst du? Eine sehr ungewöhnliche Frage, aber okay. Ich bin also auf Google gegangen, habe dort welcher Planet bin ich eingegeben und herauskam das hier. Uranus. Du hast starre Gewohnheitsmuster, Veränderungen können dir oft nicht schnell genug gehen, am wohlsten fühlst du dich, wenn du Probleme lösen und Missstände beseitigen kannst. Die nächste Frage kommt von Felix der Weise. Würdest du dir mehr Action in der Formel 1 wünschen, so wie früher in den 1990ern, Anfang 2000er? Ja, natürlich, Felix, ich meine, wer möchte das nicht? Aber ja, ich würde mir auf jeden Fall mehr Action wünschen wie früher. Die nächste Frage kommt von Sesser YouTube. Hashtag fragt Mike, was ist dein Traumauto? Was ist mein Traumauto? Ein Audi R8. Ja, doch, das kommt hinten. Ein Audi R8, das wäre schon ziemlich geil. Also das ist ein richtig cooles Auto, gar keine Frage. Und ich mag die Form, ich mag die Motorisierung, ich mag einfach alles an diesem Auto. Die nächste Frage kommt wieder von Pommes68. Hashtag fragt Mike, was soll sich in Formel 1 2018 von Codemasters ändern? Und was soll dazukommen? Was soll weg? Was wünschst du dir, wie das Spiel wird von Codemasters? Okay, das Ganze teile ich mal in drei Kategorien auf. Und zwar, was soll dazukommen? Was soll weg? Und spezielle Wünsche. Was soll dazukommen? Ich denke mal so spezielle Interviews, wie im realen Leben, wenn jemand auf dem Podium steht. So Fragen beantworten. Das würde ich richtig geil finden. Dann würde mir jetzt erstmal nicht so wirklich viel ein... Darüber habe ich noch gar nicht so richtig nachgedacht. Was soll weg? Ja, Bugs aller Art. Zum Beispiel den Safety Car Bug. Der ist ja schon seit letztem Jahr da. Dann hätten wir noch den Windschatten-Bug. Das passiert, wenn du online fährst. Jemand geht aus der Session raus und du bist hinter jemandem, kommst aber an dem nicht heran, geschweige denn vorbei, der sogenannte Windschatten-Bug. Das wünsche ich mir, das soll weg können. Spezielle Wünsche, dass es nicht so eine verbuggte Katastrophe wird. Also, das geht gar nicht. Es soll einfach nur Spaß machen. Das ist das, was ich mir wünsche. So, kommen wir zur nächsten Frage oder beziehungsweise Fragen. Pala stellt gleich viele auf einmal. Ich suche mal so 3 bis 4 raus. Wie findest du den Rücktritt von Rosberg im Jahr 2016? Ich muss sagen, ich war sehr überrascht, dass der damalige Weltmeister Nico Rosberg sozusagen die Reißleine zieht und sich aus dem Motorsport verabschiedet. Fand ich sehr schade, muss ich ehrlich sagen. Aber es hat mich doch wirklich sehr, sehr überrascht. Wie lange ziehst du YouTube noch durch, bis ich keinen Bock mehr habe? Wer ist besser? Kücki oder Fehler? Für alle diejenigen, die beiden nicht kennen, das sind zwei gute Kumpels von mir, schöne Grüße gehen raus. Wer ist besser? Ich muss sagen, Kücki ist gut, aber Fehler ist noch einen kleinen Ticken besser. Fehler fährt übrigens auch in der AOR. Ab nächste Woche Sonntag ist er wieder in der AOR unterwegs. Wie groß bist du? 1,82 Meter. Dein Lieblingsteam? Scuderia Ferrari. Magst du Fußball? Ich bin seit 24 Jahren Borussia Mönchengladbach Mitglied. Ich denke mal, diese Frage sollte dann auch beantwortet sein. Und damit kommen wir zur letzten Frage. Die kommt von Crafter und er schreibt, Hashtag fragt Mike. Mike, darf ich das Video beenden? Das darfst du, denn wir sind am Ende angekommen, liebe Freunde. Das war ein weiteres FAQ. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, eure Fragen zu beantworten. Denkt dran, mir weitere Fragen unter dem Hashtag fragt Mike zu stellen. Wir sehen uns dann morgen zu einem gewohnten Video auf meinem Kanal. Und ich würde sagen, ciao.